Die Stimmung hier im Stadion ist sensationell. Wie könnte es anders sein bei diesem Duell? Beim Spiel dieser beiden Mannschaften, die heute glänzen wollen, die heute ein Zeichen setzen wollen, die sich zeigen wollen. Gleich ganz losgehen. Bleiben Sie dran. Ein Spiel, das eine Menge verspricht. Bleiben Sie dran. Willkommen, liebe Fußballfans, zu diesem Spiel heute Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. An den Mikrofonen sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. FC Kopenhagen gegen Bayern München. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Neuer, immer noch gefährlich. Er hat den Ball. Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Flach kommt der Ball. Aber sie können diesen Angriff nicht in etwas Zählbares ummünzen. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Ja, toll gehalten. Ecke kommt ins Zentrum. Wieder ein Eckball. Da ist er mit dem Block zur Stelle. In diesem Spiel wird Harry Kane eine wichtige Rolle spielen. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Super gemacht, gute Verteidigung. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Musiala. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Die Bayern haben aktuell mehr vom Spiel. Wir sehen das momentan auch an der überlegenen Ballbesitzquote. Und man spürt angesichts der vielen Chancen, dass sie hier durchaus in Führung gehen können. Sie müssen nur vor dem Tor energischer sein. Ballverlust Sané. Dennis Favre. Jensen. Cornelius. Und jetzt wieder die Bayern. Harry Kane. Die Bayern im Vorwärtsgang. Musiala. Ball bei Jamal Musiala. Das kann die Führung werden. Starke Parade. Sané bringt die Ecke rein. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Da klären Sie erstmal. Kimmich. Jamal Musiala ist das. Leimer. Sané. Sané. Unfassbar. Auch der ist nicht drin. Aber der Ball ist weiter im Spiel. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Es ist noch nicht sein Spiel, Harry Kane. Er kann so viel mehr. Er kann auch nicht zufrieden sein. Da muss mehr kommen. Ja.
Es geht weiter in dieser Partie. Durchgang 2, Anstoß Bayern. Rafael Guerrero. Musiala mit dem Ball. Könnte die Führung werden. Da passt der Torhüter auf. Da gehen sie dazwischen bei diesem Pass von Sané. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Jetzt die Gelegenheit. Auch nach dieser Aktion kein Tor. Es bleibt beim 0:0. Die Torhüter richtig gut drauf. Da muss schon mehr kommen. Ecke kommt. Kimmich. Musiala mit dem Ball. Klasson. Gutes Tackling. Jetzt nochmal die Bayern. Musiala. Riesenchance für die Bayern. Kein Tor. Ungewohntes Bild. Da lassen sie Cleverness vermissen. Weiter 0:0. Jetzt kommt der Wechsel. Cornelius. Diesen Pass holen sie sich. Könnte was werden. Den Ball spielt er gut. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Die Chance. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Muss Abschluss geben. So, sie werden nun also wechseln. Also da hat der Kollege sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Dennis Favre. Klasson. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Das sieht gefährlich aus. Kein Tor, die Parade hält sie hier im Spiel. Wichtige Szene, das wäre eventuell schon die Entscheidung gewesen. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Jetzt die Flanke. Den Ball hält er, war am Ende auch mehr oder weniger mühelos. Kimmich. Goretzka ist es. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Guerrero. Vielleicht die Führung jetzt. Auch nach dieser Chance auf beiden Seiten weiter keine Tore. Die halten bisher alles, was es zu halten gibt. Das ist eine ganz starke Vorstellung. Jetzt kommt die Flanke rein. Erklärt. Ein Spiel für Minimalisten geht zu Ende. Es bleibt beim 0:0 Schlusspfiff. Ja, Wolf, schon ziemlich mager, was hier passiert ist.